Wir wollen heute geschmorte Schweinebäckchen machen mit aus handgeschabten Spätzle und etwas Wurzelgemüse. Hier sind unsere Zutaten für das Gericht. Für die Spätzle brauchen wir Mehl, Eier, Grieß, etwas Salz. Das machen wir zu einem homogenen Teig, schönen Spätzleteig, schön luftig geschlagen, Blasen geschlagen, damit er schön vom Brett, nachher wo wir sie runterschaben, ins Wasser reingleiten können. Und für das Wurzelgemüse haben wir uns etwas Sellerie, ein bisschen Karotten, etwas Kohlrabi und zum Dekoration oder zum Essen natürlich den Brokkoli. Das schneiden wir nachher schön in Würfel, schmoren das Gemüse etwas in der Soße, damit wir einen schönen Geschmack kriegen. Hier haben wir die Schweinebäckchen, die sind schon etwas leicht gepökelt, vom Metzger schon. Dazu brauchen wir ein bisschen frische Kräuter, ein bisschen Petersilie, Rosmarin und Thymian, wo wir sie dann drin schmoren.